Hallo zusammen, ich bin's wieder. Danke für das Einschalten, danke, dass Sie wieder dabei sind. Es freut mich sehr, Sie wiederzusehen. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Heute bin ich mit dem Zug nach Ulan-Ude angekommen. Ja, ich habe diese Reise schon lange geplant. Ich wollte zuerst im März anreisen, aber irgendetwas störte mich dabei und ich bin sehr froh, hierher heute gekommen zu sein. Endlich hat das geklappt. Ich bin mit dem Zug angekommen. Die Zugreise hat etwa 7 Stunden gedauert. Der Zug war von Moskau nach Chita und bin voll zufrieden. Ich war in einem Abteil alleine unterwegs. Niemand störte mich dabei und konnte Tee trinken, Videos machen, natürlich vom Baikalsee. Der Zug fährt etwa 3 Stunden lang am Baikalsee entlang. Und das Wetter hat zum Glück heute mitgespielt und ich konnte für einige Videos drehen. So, jetzt bin ich hier in Ulan-Ude. Ich habe schon mal erwähnt, in Ulan-Ude wohnt der Schweizer Lukas. Ich bin jetzt bei ihm zu Gast, möchte mit ihm ein Interview machen. Im Gespräch erzählt er selber, was er hier treibt im Tourismusbereich und erzählt Ihnen über sein Angebot. Ich bin der Ansicht, sein Angebot ist ziemlich interessant, unterscheidet sich von der Konkurrenz, die hier sehr stark ist. Der Markt ist klein und die Konkurrenz ist sehr dicht und sein Angebot muss sich von den anderen unterscheiden. Das ist sein Plan, aber davon erzählt er lieber selbst. Bleiben Sie bitte dran. Wir gehen jetzt rein und sprechen mit Lukas persönlich. Also, los geht's! Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Lukas. Ich bin ursprünglich aus der Schweiz. Und ich freue mich, dass ich hier bei Juri auf dem Kanal mich vorstellen darf und wieso ich hier bin, was mich hierher verschlagen hat und was ich hier so treibe, wie er schon angedeutet hat. Ja, ich wohne ungefähr seit 3,5 Jahren hier in Ulan-Ude, also ein bisschen außerhalb von der Stadt. Das Zentrum liegt ungefähr 5 Kilometer von hier. Vorne geht die Hauptstraße, die Magistrale Moskau-Wladiwostok durch. Ganz in der Nähe ist der Flughafen, also wir liegen hier ziemlich verkehrstechnisch zentral. Grundsätzlich bin ich hier gekommen, um hier Tourismus zu betreiben, also vor allem um interessierten, neugierigen Menschen aus Europa, Russland und insbesondere Sibirien näher zu bringen. Ich möchte ganz stark, also ein großes Anliegen von mir, den Menschen aus Europa zeigen, dass viele Vorurteile, die sie von Russland und auch insbesondere Sibirien haben, nicht stimmen. Wie Sie sehen, wir haben Sommer, ich kann im T-Shirt draußen stehen. Es ist also im Sommer sehr warm. Wir hatten letzte Woche Temperaturen bis zu 38 Grad plus. Wie Sie vorhin mit Juri gesehen haben, es gehen auch keine Bären auf der Straße entlang. Also es ist alles sehr normal, wenn man so sagen kann. Ja, die Idee war eigentlich, dass ich ein LKW umbaue, mit dem ich dann die Touristen herumführen kann. Das Fahrzeug sollte Platz haben für 4 Personen. Deswegen habe ich hier diesen Kamaz Anfangsjahr angeschafft. Das ist ein sogenannter Wachtovka. Das ist ein Offroad-Autobus, der im Moment noch 32 Sitzplätze hat. Und die Idee war, wie gesagt, den eigentlich umzubauen für ein komfortables Wohnmobil mit 2 separaten Schlafzimmern, Dusche, Toilette, Küche und so weiter für ein bequemes Reisen abseits von befestigten Straßen. Die Situation
Mit der Pandemie, mit Corona, war schon ziemlich schwierig. Die jetzige geopolitische Situation hat es noch einmal die ganze Situation verschärft. Also ich habe sämtliche Reisen, die ich eigentlich dieses Jahr machen wollte, wurden gecancelt aus verschiedenen Gründen. Der Hauptgrund ist aber nach wie vor, dass die Leute Angst haben, hierher zu kommen, weil sie nicht wissen, wie sie herkommen sollen und wie sie auch wieder zurückkommen wollen. Kurzer Einwurf, die Grenzen sind grundsätzlich offen. Per Flugzeug waren sie schon während der Pandemie offen, mit gewissen Einschränkungen. Und ab 15. Juli sind auch die Landesgrenzen wieder ohne Einschränkungen passierbar, mit selbstverständlich gültigem Visum. Für nähere Informationen können Sie sich gerne an mich wenden. Also wie man hierher kommt, was ist der beste Weg, was ist der günstigste Weg. Ich möchte jetzt da nicht darauf eingehen, das würde den Rahmen dieses Interviews sprengen. Nun, da ich nicht einfach den Kopf in den Sand strecken wollte, lasse ich das Fahrzeug, wie es ist. Also es hat nach wie vor 32 Sitzplätze und ich werde jetzt einfach hier Tagesausflüge machen. Ich werde vielleicht auch mehr Tagesausflüge machen mit einheimischen Touristen, also mit russischen Touristen. Ich bin in Verhandlungen mit verschiedenen Touranbietern hier aus der Gegend, weil ich mit diesem Fahrzeug Touren anbieten kann, die man mit einem normalen Autobus nicht machen kann. Und es gibt sehr viele, sehr spannende Orte hier, besonders hier in Buryatien, die eher schwierig erreichbar sind, das aber sehr lohnende Orte sind, seien das heiße oder kalte Quellen, seien das heilige Orte, seien das Kraftorte. Buryatien bietet sehr viel, also landschaftlich, wir haben eigentlich alles. Wir haben natürlich in erster Linie den Baikalsee. Auch dazu möchte ich nicht allzu nah darauf eingehen. Wird genug über den Baikalsee erzählt. Sie können sich gerne an mich wenden. Dann auch weiter haben wir viele Wälder. Wir haben verschiedene andere Seen. Buryatien hat 35.000 Seen, von halt sehr klein, mehr Tümpel bis halt zum Baikalsee. Wir haben Berge bis zu 3.500 Meter. Wir haben hier im Süden fantastische Steppenlandschaften, wo sich auch der Legende nach Genghis Khan rumgetrieben hat. Und ich kenne natürlich inzwischen sehr viele sehr spannende Orte, die eben auch halt nicht für jedermann erreichbar sind. Im Weiteren war das Ziel hier auf unserem Grundstück einen Campingplatz zu gestalten für Fernreisende, die mit dem Auto unterwegs sind, mit dem Wohnmobil unterwegs sind, mit dem Motorrad unterwegs sind, mit dem LKW unterwegs sind. Das Projekt stockt aber eben auch, wie gesagt, aus den Gründen von der Pandemie und der jetzigen geopolitischen Situation haben wir sehr wenige Gäste, weswegen wir hier eigentlich mit unseren Bauarbeiten nicht weitergemacht haben. Auf dieser Seite sehen Sie ein Fahrzeug, das jetzt schon das dritte Jahr hier steht. Also wir bieten eben auch die Möglichkeit an für Langzeitparkplätze. Also wenn Sie hierher kommen wollen, Sie haben vielleicht nicht 6 Monate Urlaub, Sie fahren hierher, stellen das Fahrzeug ab. Das Fahrzeug darf ein Jahr in der Russischen Föderation stehen, danach muss es wieder ausgeführt und kann wieder eingeführt werden. Dieser Gast hier hat sich so entschieden, dass er das Fahrzeug stehen lässt. Dann fliegt er hierher, ist vielleicht einen Monat, anderthalb hier unterwegs, geht kurz rüber in die Mongolei, verzollen, also das Zolldokument löschen, wieder einführen. Dann hat er das Zolldokument wieder für ein Jahr und kann das Fahrzeug hier stehen lassen und im nächsten Jahr dann weiter eine Tour machen und die Gegend weiterhin entdecken. Soweit kurz für heute. Das war die Vorstellung von Lukas. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gut gefallen. Falls Sie weitere Fragen zum Thema Tourismus, Reisen in Sibirien, in Ulan-Ude, in der Republik Buryatien haben, dann finden Sie unten in der Beschreibung den Link auf seine Webseite und auf der Seite können Sie weitere Informationen
bekommen und seine Kontaktdaten finden. Danke, dass Sie meinen Kanal weiterverfolgen. Bleiben Sie bitte dran. In den nächsten Tagen will ich weitere Videos von Olanude drehen. Möchte Ihnen auch die Stadt zeigen. Also bleiben Sie bitte dran. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Bis dann. Tschüss.